In diesem Video geht es um lineare Gleichungssysteme und speziell darum, die Substitutionsmethode, also die Ersetzungsmethode, Schritt für Schritt auszuprobieren. Ja, ihr habt in eurem Material, in Kapitel 2, eine Reihe von linearen Gleichungssystemen, also jeweils zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten x und y, die ja für Zahlen stehen, die dann wiederum die Lösung des Gleichungssystems sein könnten. Und man guckt sich einfach mal Schritt für Schritt an, was passiert, wenn man jetzt diese Gleichungssysteme löst. Also, beginnen wir mit a. Sie haben also 2x plus 3y gleich 9. Und Sie wissen, oder ihr wisst, ich sieht es immer mal zwischendurch, ich bleibe jetzt aber beim Du. Ihr wisst, y ist 2. Naja, dann kann ich natürlich in der ersten Gleichung das y durch 2 ersetzen. Okay, naja, jetzt habe ich eine Gleichung, die hat nur noch eine Unbekannte. Also 2x plus 6 ist gleich 9. Naja, also 2x ist gleich 3 oder x ist gleich 3 halbe. So, was war hier die Idee? Ihr habt in diesem linearen Gleichungssystem eine unbekannte x und eine unbekannte y. Und die unbekannte y, die steht ja als Variable für eine Zahl und diese Zahl ist 2. Also kann ich sie durch die Zahl 2 ersetzen und die verbleibende Gleichung lösen. Gut, schauen wir uns mal das nächste Beispiel an. Hier weiß ich jetzt nicht direkt, was y ist, sondern ich weiß nur, ein halbes y ist 3. Naja, auch das ist eine Gleichung, die ich lösen kann. Ich mache mal 2 auf beiden Seiten und finde, dass y 6 ist. So, jetzt bin ich so weit wie eben. Ich kann also in die erste Gleichung einsetzen und schreibe 5 mal x plus 2 mal 6 ist 22. Naja, das ist wieder eine lösbare Gleichung für mich. 5x plus 12 ist 22. Minus 12 haben wir also 5x gleich 10 oder x ist gleich 10 Fünftel oder 2. Ja, jetzt kommt die nächste Stufe. Hier wissen wir jetzt gar nicht, was y ist. Wir wissen nur, dass das y das gleiche ist wie das x. Also erst, wenn wir die Lösung haben, die man für x einsetzen müsste, damit die Gleichung erfüllt ist, dann wissen wir, dass y ist das gleiche. Aber wir wissen noch nicht, was. Das macht aber nichts. Ich kann wieder ganz genauso argumentieren. Ich gehe in die erste Gleichung und schreibe an die Stelle, wo das y steht, das x. Also, Gleichung 3x plus 5x gleich 20. Also, 8x gleich 20 oder x ist gleich 20 Achtel. Ja, kein Problem. Das ist immer noch kein Problem, wenn ich jetzt gar nicht weiß, dass y das gleiche ist wie x, sondern vielleicht nur, dass y das gleiche ist wie x plus 1. Auch dann setze ich einfach meine Information in die erste Gleichung ein, also 2x plus 3 mal, jetzt kommt das y, aber das y ist ja x plus 1 und das ergibt 13. So, jetzt habe ich natürlich ein bisschen mehr Aufwand mit dem Zusammenfassen, weil ich jetzt erstmal ausmultiplizieren muss.
2x plus 3x plus 3 gleich 13. Also 5x plus 3 gleich 13. Ich rechne minus 3 auf beiden Seiten. 5x ist gleich 10 oder x ist gleich 10 Fünftel. Das ist 2, wenn ich beide Seiten durch 5 teile. So. In diesem Fall muss ich jetzt aber natürlich nochmal gucken, was ist denn jetzt eigentlich mit dem y passiert? Also ich weiß ja, y ist x plus 1, x ist 2, das ist also 2 plus 1, das ist 3. Und jetzt habe ich das 2-Tuppel oder Paar x und y, also 2, 3, als Lösung dieser Gleichung gefunden. So, jetzt wird es eng auf meinem Blatt und ich gucke mal, ob ich mir hier ein neues Blatt mache. Wir sind inzwischen bei D. Aber die Idee der Substitutionsmethode wird vielleicht schon klar. Ich beschaffe mir Informationen über eine der beiden Variablen und drücke sie durch die andere Variable aus, ersetze sie und löse die Gleichung. So, hier sind die Gleichungen nochmal. Wir waren bei D und jetzt machen wir bei E weiter. Also, ich schreibe mal hier hin E. Ich weiß jetzt, ich habe beide Gleichungen. Ich nehme mir wieder die zweite. Ich weiß jetzt nicht genau, was y ist, aber ich kann es durch Umformen rauskriegen. Also, zweite Gleichung. Ich nenne die mal so römisch 2 und diese hier römisch 1. Sagt mir, 2y ist x minus 2. Teile ich beide Seiten durch 2, bekomme ich y ist gleich x halbe minus 1. Ja, jetzt weiß ich, was y ist. Das setze ich ein in die Gleichung 1. Also 4x minus 3 mal y, und y ist ja x halbe minus 1, ist 6. Okay, ich forme um 4x minus 3 halbe x, minus mal minus ist plus 3, ergibt 6. 4x minus 3 halbe x. 4x sind ja 8 halbe x. Minus 3 halbe x sind 5 halbe x. Plus 3 gleich 6. Minus 3. 5 halbe x ist gleich 3. Naja, und jetzt, wie ihr wollt, geteilt durch 5 halbe. Aber ich mache lieber mal 2 Fünftel, dann bekomme ich x ist gleich 3 mal 2 Fünftel, also 6 Fünftel. Das muss ich aber jetzt wiederum in die Gleichung 2 einsetzen, um rauszufinden, was y eigentlich ist. Y, hatten wir gesagt, ist x halbe minus 1, also 1 halb mal x, also 6 Fünftel minus 1, und das sind 6 Zehntel minus 1, naja, 6 Zehntel minus 10 Zehntel sind minus 4 Zehntel. Y ist also minus 4 Zehntel. Jetzt kann man nochmal probieren, ob die Gleichung stimmt. 4 mal
6 Fünftel minus 3 mal minus 4 Zehntel ist, so 24 Fünftel plus 3 mal 4 ist 12, also plus 24 Fünftel, das sind 48 Fünftel. Tja, da habe ich mich wohl verrechnet. Naja, gut, okay, nach kurzem Nachdenken merke ich, es ist nicht verrechnet. Glück gehabt, Kopfrechnen funktioniert noch halbwegs. Also 24 Fünftel haben wir hier. Aber wir haben hier auf der zweiten Summand 3 mal 4 ist 12, also plus 12 Zehntel, was ja 6 Fünftel sind, also 24 Fünftel plus 6 Fünftel, das sind 30 Fünftel und das ist 6. Okay, Gleichung stimmt. Gut. Ihr merkt vielleicht, dass es durchaus ein bisschen Arbeit, so ein lineares Gleichungssystem zu lösen. Nehmen wir uns das nächste vor. Nummer f. In diesem Fall nenne ich wieder die Gleichung 1 und 2. Und ich nehme mir die zweite Gleichung. Jetzt steht da gar nicht y ist gleich oder ein halb y ist gleich, sondern es steht tatsächlich nur minus x plus y gleich 0. Das ist aber nicht schlimm. Ich kann ja auf beiden Seiten plus x rechnen. Dann habe ich y gleich x. Und das ist jetzt wieder die Form, die ich in die Gleichung 1 einsetzen kann. Gut, also 11x minus 7 mal y, aber y ist gleich x, gleich 27. Das sieht nach einer relativ einfachen Lösung aus. Also 11 minus 7 ist 4, also 4x. Gleich 27. Oh. Ich bin verrutscht. Ich habe die falsche Gleichung genommen. Also, gehen wir nochmal zurück. Gleichung 2 bei f ist minus x plus y gleich 0. Also y gleich x. Und 11x minus 7y gleich 5. So. Also 11 minus 7 ist 4. Also 4x gleich 5. Geteilt durch 4 ergibt x gleich 5 Viertel. Ja. Das war einfach, weil minus x plus y, die Gleichung 2, eigentlich ja nur bedeutet, dass y gleich x ist. Trotzdem, ja, also habe ich hier rausgefunden, y ist dann natürlich auch gleich 5 Viertel. Die gleiche Strategie funktioniert aber auch, wenn ich jetzt eine etwas kompliziertere Gleichung 2 habe. Sagen wir g. Wenn jetzt x plus y gleich 5 ist, ich rechne minus x und habe y gleich 5 minus x. Ja. Setze ich wieder in 1 ein.
Also 6x plus 8 mal 5 minus x gleich 27. Ich rechne aus. 8 mal 5 ist 40. 8 mal minus x ist minus 8x. Ich rechne minus 40 und fasse die x zusammen. Dann habe ich also minus 2x gleich minus 13. Teile durch minus 2. Da habe x ist gleich 13 halbe. Gut, jetzt muss ich noch y ausrechnen. Y ist also 5 minus 13 halbe. 5 Ganze sind 10 halbe. 10 halbe minus 13 halbe sind minus 3 halbe. So, und jetzt käme wieder der Check, dass das Ganze auch stimmt. Einmal machen wir es noch. Mit der Gleichung h. Also 2x plus 3y gleich 4. 3x plus 2y ist gleich 2. Ich fasse zusammen. Wir haben zwei Gleichungen, Gleichung 1, Gleichung 2. Beide stellen einen Zusammenhang dar zwischen zwei Unbekannten, x und y. Und ich nehme mir jetzt eine der beiden Gleichungen, die ja sehr ähnlich aussehen, und forme sie so um, dass sie mir sagt, wie der Zusammenhang zwischen der einen und der anderen Unbekannten ist. Also, ich nehme mir 2, mache Äquivalenzumformung. Also 2y ist gleich 2 minus 3x. Ich habe also minus 3x auf beiden Seiten gerechnet. Und jetzt teile ich noch durch 2. Also y ist 1 minus 3 halbe x. Jetzt weiß ich also, wie man y ersetzen kann durch einen Term, der x enthält. Und das setze ich ein in die Gleichung 1. Bekomme also 2x plus 3 mal y. Und y ist 1 minus 3 halbe x. Und das ist 4. So, und an der Stelle geht es so weiter. Ich fasse zusammen, löse die Gleichung durch Umformen, sodass ich x ist gleich am Ende stehen habe. Und dann weiß ich ja, welche Zahl für x eingesetzt werden muss. Und diesen Wert setze ich jetzt wieder in Gleichung 2 ein, um y zu berechnen. Und dann habe ich tatsächlich das Paar x und y von Zahlen, die die Lösung des linearen Gleichungssystems darstellen. Also, 2x, ich multipliziere aus, plus 3. Minus 3 mal 3 halbe, also 9 halbe x, ist gleich 4. 2 ganze x sind 8 halbe x, minus 9 halbe x. Auf der linken Seite bleibt also 8 halbe minus 9 halbe, also minus 1 halbes x, ist gleich 4. Minus 1 halb x ist also gleich minus 1.
Moment, 4 minus 3 ist natürlich nicht minus 1, sondern plus 1. Ja, und jetzt stört mich noch der Faktor minus 1/2 auf der linken Seite. Ihr könnt durch minus 1/2 teilen, aber eleganter ist eigentlich mit minus 2 zu multiplizieren, weil ja 2 mal 1/2 auch 1 ergibt und minus mal minus plus ist. Also bleibt auf der linken Seite x stehen und auf der rechten Seite 1 mal minus 2, also minus 2. Ja, das setzen wir jetzt wieder ein. Und zwar an dieser Stelle in die Gleichung 2, aber schon umgeformt, sodass wir gleich y ausrechnen können. Y ist also 1 minus 3/2 mal x und x ist minus 2. Naja, und das kann ich ausrechnen. 1 minus mal minus ist plus. 2 mal 3/2 ist 3. Und das ist 4. Also y ist 4. Und wir haben die Lösung des linearen Gleichungssystems gefunden. Und die heißt minus 2. Das ist die Lösung des linearen Gleichungssystems. Weil man mindestens zweimal einsetzen muss, heißt das Verfahren Einsetzungsverfahren oder Substitutionsverfahren. Zusammengefasst, ich habe ein lineares Gleichungssystem mit zwei Unbekannten. Ich benutze eine Gleichung, um einen Zusammenhang zwischen den Unbekannten herzustellen, sodass ich die eine durch die andere ausdrücken kann. Setze in die erste Gleichung ein, löse die Gleichung, erhalte eine Lösung für die erste Variable, setze die wieder in die zweite Gleichung ein, erhalte eine Lösung für die zweite Variable und damit habe ich das lineare Gleichungssystem gelöst.